Auch heute Abend begrüße ich Sie wieder recht herzlich aus unserem interreligiösen Gebetsladen Come In in Bibrach mit unserer besonderen Gebetszeit Social Distancing Prayer. Hier am Kerzenständer brennen die Kerzen, ein ewiges Licht brennt hier vor Ort immer. Wir denken heute während der langsamen Öffnungsschritte aus dem Lockdown hinaus an alle Politiker und Politikerinnen. Wir denken an die, die an der Spitze der Macht stehen, die den Weg in Deutschland festlegen und so die Zukunft gestalten. Wir denken an die Menschen in der Politik, die in den Bundesländern Verantwortung haben. Wir denken an die, die an der vorderen Front stehen und auch an die, die mehr im Hintergrund agieren und so ihrer Verantwortung gerecht werden. Wir denken an die Starken, die Machtmenschen unter ihnen, aber auch an die Vernetzer, an die Bodenständigen, in den verschiedenen Parteien. Wir denken an die kranken Politiker, seelisch, psychisch oder physisch Kranken. Wir denken an die verschiedenen Generationen von Politiker und Politikerinnen, auch die international Tätigen. Halten wir Abstand äußerlich, schenken wir Ermutigung durch ein freundliches Wort, ein Lächeln, wertschätzen wir sie. Wir haben doch das Handy dabei und so viele Kontaktmöglichkeiten gibt es. Für diese Menschen wollen wir heute an dieser Stelle besonders beten, auch über alle Religionsgrenzen hinweg, um Kraft für sie und ihre Familien. Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Wo Hass herrscht, lass mich Liebe entfachen. Wo Beleidigung herrscht, lass mich Vergebung entfachen. Wo Zerstrittenheit herrscht, lass mich Einigkeit entfachen. Wo Zweifel herrscht, lass mich Glauben entfachen. Wo Verzweiflung herrscht, lass mich Hoffnung entfachen. Wo Finsternis herrscht, lass mich dein Licht entfachen. Wo Kummer herrscht, lass mich Freude entfachen. Und wir beschließen unsere gemeinsame Gebetszeit auch heute Abend wieder interreligiös mit dem Wort Amen.